Ja, dann begrüße ich Sie und euch ganz herzlich zu dem ersten Webinar, das Medico in der 50-jährigen Geschichte jemals organisiert hat. Mein Name ist Anne Jung, ich bin Gesundheitsreferentin bei der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International und werde die nächsten 1,5 Stunden das Gespräch hier führen und das moderieren. Medico International, für die, die die Organisation nicht kennen, ist eine Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, 1968 gegründet, die gemeinsam mit Projektpartnerinnen und Partnern im globalen Süden gegen Armut und gegen krankmachende Lebensverhältnisse kämpft und sich für das Recht auf ein Leben in bestmöglicher Gesundheit einsetzt. Weltverantwortung in Zeiten der Pandemie, die WHO und das Coronavirus, so heißt unsere heutige Veranstaltung. Bevor ich noch mal inhaltlich was dazu sage, möchte ich aber zuerst gerne diese Runde hier vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, mit uns dieses Gespräch hier zu führen. Rüdiger Krech, Dr. Rüdiger Krech ist der Direktor des Departments for Health Promotion bei der Weltgesundheitsorganisation WHO. Schönen guten Nachmittag. Guten Tag, Frau Jung. In den Vorjahren haben Sie, Herr Krech, ungefähr alle relevanten Themen besetzt, thematisch, die es bei der WHO so gibt. Zum Thema Handel haben Sie gearbeitet, zum Thema Menschenrechte. Sie waren lange zuständig für das auch für heute sehr wichtige Thema der sozialen und politischen Determinanten von Gesundheit. Und das ist, denke ich, auch nochmal in der Rückschau wichtig für unsere Debatte heute, haben Sie das Review Committee geleitet bei der WHO, das sich kritisch auseinandergesetzt hat mit der Einhaltung beziehungsweise Nicht-Einhaltung der Health Regulations während der Ebola-Pandemie in Westafrika 2014. Bevor Sie all das gemacht haben, haben Sie Pädagogik, Medizin und Public Health studiert. Dann begrüße ich ganz herzlich Dr. Andreas Wulff, meinen Kollegen. Andreas Wulff arbeitet seit 20 Jahren bei Medico, ziemlich so, genauso lange wie ich auch. Und hat dort als Fachsprecher für globale Gesundheit alle gesundheitspolitischen Debatten gestaltet, begleitet, dazu referiert und in dem Zusammenhang auch als Projektkoordinator in der Projektabteilung von Medico gearbeitet, unter anderem zu Libanon, aber auch Südafrika und vielen anderen Ländern. Und jetzt ganz neu, seit diesem Jahr bist du der Berlin-Repräsentant für Medico, aber gerade wieder zurück in Frankfurt, weil die Lage es so naheliegend gemacht hat. Dann befindet sich weiterhin hier im Netz mein Kollege Moritz Krawinkel von der Online-Abteilung, aus der Öffentlichkeitsabteilung. Und wir werden das heute so machen, dass Moritz sich jetzt gleich erstmal ausschaltet, aber weiter zuhört. Er wird den Chat betreuen in unserer Runde und wird an 2 bis 3 Stellen Fragen, die Sie hier einbringen, in die Diskussion zulassen. Wir bitten um Verständnis, dass nicht alle diese Fragen heute besprochen werden können, weil halt über 250 Leute jetzt sich hier im Raum befinden. Und dadurch, dass wir technisch noch nicht 100% aufgestellt sind, bitte ich auch um Verständnis dafür, dass nicht alle an dem Chat teilnehmen können. Das ist leider auch auf eine Personenzahl beschränkt. Nur, dass Sie sich darüber nicht wundern. Wenn Sie danach noch Fragen haben an Medico, können Sie uns die auch gerne auf anderem Wege nochmal zukommen lassen. Das nur vorweg zu der Struktur. Ich danke auch nochmal meinen Kollegen von der IT-Abteilung und Andrea Schult, dass sie das heute hier organisieren. Soweit zu meiner Vorrede. Dann zum kurzen Intro. Die WHO und das Coronavirus, Weltverantwortung in Zeiten der Pandemie. Wir sind jetzt genau an einem Punkt angelangt mit dem heutigen Tag, wo wir damit beginnen,
dass die Pandemie ihr Epizentrum langsam von Europa und den USA in den globalen Süden verlagert. Unsere Projektpartnerinnen und Partner haben in den Gesprächen von einem Disaster in Waiting gesprochen. Das heißt, dass sie mit großen Befürchtungen auf den Ausbruch von Corona in ihren Ländern blicken, weil sie sich darüber bewusst sind, dass sie zwar einige Schutzvorkehrungen treffen können, aber natürlich nicht die Möglichkeit haben, in wenigen Wochen Versäumnisse der letzten Jahre auszuräumen, nämlich dass dort es nie zu einem systematischen Aufbau von einer Gesundheitsinfrastruktur gekommen ist. Und mit diesem Bereich würde ich auch gerne beginnen und Sie, Herr Krech, fragen, auf welche Lebensverhältnisse und auf welche Gesundheitssysteme trifft das Virus im globalen Süden und was sind Ihre Erwartungen, was dort in den nächsten Wochen und Monaten passiert? Ja, zunächst mal herzlichen Dank, Frau Jung, für Ihre freundliche Einführung. Und ich bin sehr gespannt auf diese Bestandsaufnahme heute. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich natürlich physisch getroffen, irgendwie in Frankfurt oder so. Und vielleicht können wir auch für die Zukunft daraus lernen, dass möglicherweise, je nachdem, wie Ihre Analyse im Nachgang aussieht, solche Termine, solche Panel-Discussions möglicherweise häufiger mal auch übers Netz stattfinden. Also insofern freue ich mich da sehr drüber heute. Zu Ihrer Frage konkret, ja, es wird dringend Zeit, dass Afrika aufwacht. Auf was wird dieses Virus treffen, wenn sich das Epizentrum von Europa nach Afrika verlagert? Nach der Ebola-Krise, die ja wirklich zum Aufwachen genutzt worden ist, das auch zu sehen, wie fragil, wie schwach viele der Gesundheitssysteme in afrikanischen Ländern sind, hat es ja in den letzten Jahren ein wenig an Aufbau gegeben. Etliche Laborkapazitäten wurden aufgebaut. Wir helfen im Moment etwa 30 Ländern dabei, diese Laborkapazitäten und Testmöglichkeiten für das Coronavirus aufzubauen. Aber man muss eben ganz deutlich sagen, dass die Bedingungen, auf die das Virus treffen sind, wird sehr auf Ungleichheiten beruht. Also es gibt in vielen afrikanischen Ländern relativ gute mittlerweile Gesundheitsversorgung für diejenigen Menschen, die sich's leisten können, die privat aus der Tasche Gesundheitsleistungen bezahlen oder sich eben ausfliegen lassen in andere Länder. Und es gibt eine Vielzahl von Menschen, die eben auf sehr schwache Gesundheitssysteme angewiesen sind. Und wenn wir unsere Measures, unsere dringenden Empfehlungen in diesen Ländern umsetzen wollen, dann trifft das auf große Schwierigkeiten. Ich nenne Ihnen einige dieser Empfehlungen, die Sie alle wissen, auch hier in Deutschland. Empfehlen wir eben eine physische Distanz zu halten, ein Physical Distancing von mindestens einem, aber besser auch 1,5 bis 2 Metern voneinander. Wenn Sie mit mir durch viele der Slumgebiete afrikanischer Städte gehen, dann werden Sie sehen, dass diese Möglichkeiten, sich physisch Distanz und Abstand zu wahren, sehr gering sind. Diese Möglichkeiten sind sehr schwierig. Wenn Sie mit 6 Personen in einer 10 Quadratmeter Hütte wohnen, dazu kommt, dass wir als zweite Empfehlung geben, dass man sich die Hände möglichst oft wäscht, also dass man gute Handhygiene hat. Und wir nennen das eben Water and Sanitation, Wash and Hygiene Measures. Diese Hygienebedingungen sind in vielen der Slumgebiete in afrikanischen Communities und Städten sehr schwierig. Es gibt oftmals keine direkte und kostenfreie Wasserversorgung. Das heißt, nicht in allen Straßen sind dann
eben Wasserpipelines da, die sie nutzen können. Und das heißt, dass in vielen Städten die Wasserversorgung so schlecht ist, dass sie möglicherweise diese Handhygiene, die wir empfehlen, nicht machen können. Dazu kommt es, dass wenn wir, wenn jetzt viele Städte und nationale Regierungen Ausgangssperren verhängen und sagen, dass die Leute zu Hause bleiben sollen, dass wir es bei vielen Leuten damit zu tun haben, dass sie informelle Arbeiter sind, das heißt Tagelöhner. Und wenn ich keine Alternativen aufgezeigt bekomme, wie ich das Geld für den Tag bekomme, um meine Familie zu versorgen und zu ernähren, dann wird es sicher dazu führen, dass ich diese Ausgangssperre möglicherweise nicht, also möglicherweise umgehe und eben nicht einhalte. Dann wird das Militär und die Polizei eingreifen und das wird zu möglicherweise größeren Unruhen führen. Das heißt, wir wissen alles, wir wissen heute schon, welche Risiken uns begegnen, wenn in ein paar Wochen dieses Epizentrum nach Afrika verlegt wird. Und wir arbeiten jetzt mit Bürgermeistern, mit nationalen Regierungen, mit Hochdruck daran, dass sie die Bedingungen so schaffen, dass für die Ärmsten der Bevölkerung und für die, die am chronisch krank sind und die älteren Menschen, diese Krise überlebt werden kann. Ich würde gerne noch mal an einer Stelle nachhaken, weil Sie jetzt mit Blick auf die Prävention ja sehr viele Bereiche erwähnt haben, die ganz klassisch zu den sozialen Determinanten von Gesundheit zu zählen sind, für Sie, für die Sie ja auch lange zuständig waren. Und das ist ja inzwischen doch Gemeingut, dass in welch starkem Maße eben die sozialen Determinanten von Gesundheit die Gesundheit und das Wohl der Menschen beeinflussen können. Wir können natürlich diese Situation im Moment jetzt nicht verändern, aber mich würde schon noch mal interessieren, wie das sein kann, dass obwohl diese Erkenntnisse so evident sind, da doch so wenig passiert ist in den letzten Jahrzehnten, um daran etwas zu ändern und die Menschen eben besser auch zu schützen, eben vor so einem Ausbruch, wie wir ihn jetzt gerade erleben. Ja, ja, und da waren wir die Warner in der Wüste über die letzten 10 Jahre. Aber wenn Sie sich Urgesteine von Public Health anschauen, jemand wie Rudolf Virchow, der vor über 120 Jahren die gleichen Missstände aufgezeigt hat, als er sich die Tuberkuloseerkrankungen in Nordafrika angeschaut hat und dann auf die Lebensbedingungen der Menschen gekommen ist, dann haben wir es heute, übersetzt natürlich ins 21. Jahrhundert, mit den gleichen Problemen immer noch zu tun. Wir haben steigende Chancenungleichheiten. Wir haben auf der einen Seite sehr viel reiche Leute in afrikanischen Ländern und wir haben unglaublich viele arme Menschen in diesen Ländern. Und ich glaube, eine der Lehren aus dieser Krise wird möglicherweise sein, dass wir ordentliche Lebensbedingungen für alle Menschen brauchen, die ihr Leben absichern und sie überlebensfähig machen, auch wenn solche Krisen also auf Länder trifft, die insgesamt natürlich im Wirtschaftsbereich nicht möglicherweise mit Deutschland, Frankreich und den USA mithalten können. Ja, vielen Dank, Andreas. In dem Zusammenhang an dich die Frage, wir sind ja beim Medico gerade auch mit Menschen aus vielen, vielen Ländern in Kontakt. Und mich würde dann in dem Zusammenhang nochmal interessieren, wie du die Lage einschätzen würdest. Sitzen die Leute da und warten, dass der Coronavirus auf den globalen Süden trifft? Oder wie handeln sie A, um sich vorzubereiten, aber B, gibt es auch politischen Einspruch gegen das, was da gerade passiert und versuche, sich auch trotz der Gesundheitskrise auch weiter politisch zu organisieren? Was sind da deine Eindrücke? Ja.
Also wir haben ja mit Partnern, Organisationen, zivilgesellschaftlichen Gruppen in annähernd jetzt 30 Ländern Kontakt und haben natürlich da einige sehr große und sehr starke Gesundheitsorganisationen auch dabei, die sich jetzt natürlich ganz konkret auch auf die Arbeit mit dem Thema Corona-Virus-Prävention und dann auch Behandlung unmittelbar vorbereiten. Basisgesundheitsdienste, die unsere Partner anbieten, sind da natürlich ganz nah und sind dann die Frontline, also die Erstversorger, die jetzt schon oft in Ländern, beispielsweise in Südafrika, immer schon seit vielen Jahren darum kämpfen, überhaupt die Basissicherung für sich selbst an Mundschutz, an Handschuhen überhaupt selber zu bekommen, um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen. Das war lange, war das jetzt Tuberkulose und HIV vor allem. Und in diesem Kontext sind Partner von Medico jetzt schon aktiv, sowohl was die Aufklärung über den Virus angeht, auch die kritische Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es auch viel falsche Informationen gibt. Also das, was man heutzutage Fake News nennt. Auch da sind Partner von uns engagiert und vielleicht nochmal so als ein besonders sozusagen voranschreitendes Beispiel in Bangladesch, eine Partnerorganisation von uns, die schon seit 40 Jahren Gesundheitsarbeit macht und auch sozusagen in den Biotechnologiebereich vorgedrungen ist, tatsächlich jetzt auch den Auftrag bekommen von der Regierung, auch die ersten Antikörpertests für Bangladesch herzustellen. Das heißt auch unmittelbar im engen Kontakt mit den öffentlichen Gesundheitsdiensten, eben nicht nur direkte Versorgung sich vorzubereiten, sondern tatsächlich Teil auch einer Antwort auf die Corona-Krise hoffentlich sein kann. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne das Stichwort Fake News in dem Zusammenhang nochmal aufgreifen, weil unser Eindruck in Deutschland ist, und da würde mich von Ihnen, Herr Grech, nochmal interessieren, ob Sie den Eindruck teilen oder dazu einer anderen Einschätzung kommen ist, dass das Robert-Koch-Institut so ein bisschen die Regierung mit übernommen hat. Also die Pressekonferenzen finden in der Regel statt mit der Bundeskanzlerin, dem Gesundheitsminister auf der einen Seite und dem Chef des Robert-Koch-Instituts auf der anderen Seite. Die WHO ist da wenig sichtbar. Und wäre es nicht so, dass die WHO doch gerade, auch wenn es um Ängste geht, die ja häufig auch zu Fake News kommen, zu irrationalem Handeln, die Stimme der Vernunft sein müsste, die jetzt auch die Richtung vorgibt, in die wir handeln müssen und da viel mehr auch gestaltend eingreifen müsste. Wie würden Sie das einschätzen? Ja, die WHO ist vielleicht in Deutschland gerade nicht so sichtbar, aber sehr sichtbar in Ländern, die gerade wirklich das Epizentrum sind, wie in Italien, in Spanien, im Iran, wo wir ganze Teams haben und wo wir eben Kolleginnen und Kollegen von mir in den Büros der Präsidenten haben, die dann die Regierungschefs direkt beraten und die auch dann viel visibler möglicherweise in der Öffentlichkeit sind. Aber und deswegen ist es vielleicht in Deutschland nicht so, weil das Robert-Koch-Institut die nationale Institution in Deutschland für öffentliche Gesundheit ist und wir den Eindruck haben, dass das Robert-Koch-Institut seine Arbeit sehr gut tut. Wir sind und das möglicherweise dann eben im Hintergrund, im engen Austausch und Kontakt sowohl mit dem RKI als auch mit der Bundesregierung, dem Bundesgesundheitsminister, aber auch der Bundeskanzlerin. Wir finden wöchentlich Treffen und Telefonkonferenzen statt, also keine physischen Treffen, sondern virtuelle Treffen, sowohl eben auf der Ebene des Bundesgesundheitsministers wie auch in etwas lockererem Abstand mit der Bundeskanzlerin. Die Fake News, die Sie ansprechen, das ist ein großes Thema für uns. Gerade in Zeiten der sozialen Medien haben sich die Fake News überall auf der Welt sehr stark verbreitet.
Es gibt viel mehr davon. Und wir haben eine Vereinbarung mit Google und mit Facebook und mit anderen sozialen Medien, dass wir auf Fake News aufmerksam machen und die dann sofort gelöscht werden. Wir haben ein ganzes Team in unserer Notfallabteilung, die sich damit beschäftigen, die ständig dabei sind, zu schauen, wo es wieder Fake News gibt und dann die sozialen Medien darauf aufmerksam machen, die dann bitte zu löschen. Und in diesen sozialen Medien gibt es dann eben wiederum Teams, die das dann auch tun. Das heißt aber nicht, dass Fake News trotzdem sich ganz stark verbreiten. Unser Generaldirektor Tedros hat das genannt, das ist die zweite große Gefahr, nämlich die Angst, die daraus geschürt wird. Und das ist offensichtlich der Sinn und Zweck, warum Menschen solche Fake News ins Netz stellen. Und das setzt uns an eine Herausforderung, die wir in diesem Ausmaß in den anderen vorangegangenen Epidemien nicht gehabt haben. Das ist auch sicher was, wo wir im Nachgang sehr viel stärkere Governance-Strukturen, Regierungssteuerungsfunktionen haben müssen, zusammen dann mit den sozialen Medien, dass wir das möglichst noch viel, viel mehr einschränken. Weil in der Tat alle um uns herum sind verängstigt durch Informationen, die einfach in keiner Weise evidenzbasiert sind. Und das muss sich ändern. Also da braucht es mehr Disziplin in diesen sozialen Medien. Auch da würde ich gerne noch mal bei einer Stelle nachfragen. Sie haben jetzt die Wichtigkeit von Governance-Strukturen in Zeiten der Pandemie betont. Wenn wir noch mal einen Blick zurückwerfen auf die Ebola-Epidemie, also lokal begrenzte Epidemie in Westafrika 2014, haben wir ja erlebt, dass viele Regierungen, wie zum Beispiel Großbritannien, sich nicht an die dringenden Empfehlungen der WHO gehalten haben, zum Beispiel was die Einstellung des Flugverkehrs anbelangt. Das Land hat starke wirtschaftliche Folgen davon gehabt, in negativer Weise von dieser Abschottungspolitik, die eben doch auch den Transport von Hilfsgütern sehr verlangsamt hat. Haben Sie Hoffnung, dass es in der Corona-Pandemie anders sein wird und dass die Regierungen auf die WHO hören werden? Ja, also zunächst mal, diese internationalen Gesundheitsrichtlinien sind in der Tat verbindlich. Das ist eins der beiden einzigen Steuerungsmechanismen, die wir haben weltweit, um Pandemien und Epidemien einzugrenzen. Und in der Tat, wie Sie richtig sagen, hat es eben in der Ebola-Krise viele Ereignisse gegeben, wo sich eben Mitgliedsländer, eben aber auch andere Akteure nicht an diese Richtlinien gehalten haben. Es wird mit Sicherheit nach dieser Corona-Krise ein weiteres Review geben. Und ich glaube, dass die vielen Billionen, viele Tausende Milliarden an Dollars, die jetzt durch diese Krise verbrannt werden wirtschaftlich, dazu hoffentlich führen, einzusehen, dass es eine Governance-Struktur geben muss, die wie bei einem Feuerausbruch, wo wir auf die Feuerwehr setzen, die dann das Feuer löscht und die Dinge auch durchsetzt. So ist das eben auch bei einer solchen Epidemie. Und ich hoffe darauf, dass wir, wie wir vor vielen hundert Jahren gelernt haben, dass eine Feuerwehr durchaus gute Dienste leistet, wenn man sie denn machen lässt, dass wir das für Epidemien auch hinbekommen und dass wir den Vorteil eines solchen Durchgriffs dann eben auch global anerkennen. Danke. Andreas, wie würdest du das denn einschätzen? Du bist ja auch nicht nur bei Medico, sondern auch in einem internationalen, auch stark im globalen Süden vertretenen Gesundheitsnetzwerk, dem People's Health Movement, über viele Jahre aktiv.
Das People Sales Movement begleitet ja seit vielen Jahren kritisch auch die Arbeit der WHO und dringt immer stark auf eine Demokratisierung der Weltgesundheitsorganisation. Gibt es gerade Anlass zu Optimismus, dass die WHO diese wichtige Rolle in der Steuerung übernimmt? Oder hast du da Befürchtungen, dass das anders kommen könnte? Na, die Frage ist ja tatsächlich, wie Dr. Krech gerade schon gesagt hat, lässt man die WHO tatsächlich machen? Also es gibt Mandate der Weltgesundheitsorganisation, das ist eine internationale Organisation mit Mitgliedstaaten. Und gleichzeitig die auch die Arbeit der WHO finanzieren sollten, was sie aktuell nur noch zu einem bestimmten Prozentsatz machen, also auch so flexibel die Organisation zu finanzieren, dass die Organisation dann eben auch flexibel auf solche Situationen der Krise wirklich antworten kann. Ich denke, der Eindruck war schon, dass es nach 2014 mit Ebola tatsächlich nochmal die Wichtigkeit der Stimmung und auch die Rolle der Weltgesundheitsorganisation in einer solchen Situation stärker anerkannt worden ist. Aber gleichzeitig bleibt das Dilemma, soweit Dr. Krech dazu mehr sagen kann, dass natürlich nach wie vor Mitgliedstaaten erstmal souveräne Akteure sind, die auch je nach ihrer eigenen Stärke, auch ihrer eigenen finanziellen, ökonomischen Stärke, natürlich Dinge erstmal für sich entscheiden. Und die WHO hat zwar ein Regelwerk, an das sich alle halten sollen, aber die WHO hat kein Enforcement, die hat keine Möglichkeit, tatsächlich zu sagen, jetzt haltet euch bitte mal da dran. Das war anders zum Beispiel der als die Welthandelsorganisation, die dann auch Strafzölle verhängen darf, wenn sich Staaten nicht an die Freihandelsregeln gehalten haben. Da zum Beispiel, wo es immer ein Limit geben wird in dem Rahmen, in dem die WHO tatsächlich ihre Empfehlungen auch entsprechend umsetzen kann, weil sie da ist, wiesen auf die Staaten, das zu tun. Das kritisieren wir natürlich, als das People's Health Movement immer auch kritisiert und wünschen uns da natürlich auch, dass die Gesundheitsorganisation sich auch tatsächlich als starker Akteur äußert und sich nicht etwa, und das ist immer eine Doppelrolle, die sie haben, eben auch als einen Dienstleister für ihre Mitgliedsorganisation alleine sieht. Das ist eine wichtige Funktion, die die WHO auch hat, aber darüber hinaus sollte sie halt auch eine eigenständige, starke Funktion haben. Ja, vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, das ist jetzt ein richtiger Moment, das mal auch ins Publikum zu öffnen, das wir leider nicht sehen können, das uns aber doch in großer Zahl zugeschaltet ist. Und mal meine Frage an dich, Moritz, ob es Kommentare gibt an einen der beiden Referenten, oder konkrete Nachfragen, die du uns jetzt hier reingeben kannst. Ja, es gibt drei Fragen gerade, oder Fragen von drei Personen, die sehr unterschiedliche Bereiche abdecken. Vielleicht stelle ich die einfach en bloc kurz vor und ihr und sie schauen dann, wie sie antworten können. Die erste Frage ist von Iris Juchek. Die fragt oder sagt, mich würde interessieren, welche Strategien gegen Ansteckungen im globalen Süden am vielversprechendsten sind. Physical Distancing oder doch eher ein möglichst flächendeckender Einsatz von Schnelltests? Und welche Rolle ein stärkerer Menschenrechtsansatz dabei spielen könnte? Katharina Reißer fragt oder sagt, in Deutschland gibt es staatliche Absicherungen, die intransparent vergeben werden und nur wenige Menschen erreichen. Aber gibt es auch internationale Hilfsmechanismen für Betroffene von Verdienstausfällen, die durch die Quarantänemaßnahmen akut von Verarmung bedroht sind? Oder gibt es Beispiele für solche Mechanismen auch in Ländern des globalen Südens? Und ein dritter Komplex kommt von Darko Jakovljevic, der sagt,
dass erwartbar sei, dass die Gesundheitssysteme in Südosteuropa früher kollabieren als anderswo in Europa. Wer fragt, was da absehbar ist und welche Hilfe von wem dort vonnöten wäre. Außerdem gäbe es erste Meldungen, dass ganze Roma-Siedlungen unter Quarantäne gestellt werden, wo die hygienischen Bedingungen ohnehin schlecht sind und ob etwas zur Situation der Roma in Südosteuropa gesagt werden kann. Das sind Ja, so vielen die Dank. drei Hilfskammer. Also mein Vorschlag wäre, dass wir tatsächlich mit der ersten Frage anfangen. Die würde ich auch gerne an Sie, Herr Krech, weiterleiten. Die Frage nach den Strategien und welche am vielversprechendsten erscheinen mit Blick auf den globalen Süden. Vielen Dank, Frau Tuczek, für Ihre Frage. Also wenn wir uns dieses Virus anschauen, dann ist es halt sehr infektiös. Es ist eben auch oft so, dass Menschen, die keine oder wenig Symptomatik haben, auch oft asymptomatisch reagieren, das Virus in sich tragen und es dann weitergeben. Ihre Frage zielt darauf, ob dann im Anbetracht der Schwierigkeit, die wir jetzt in vielen afrikanischen Städten haben, wo dieses Physical Distancing möglicherweise nicht funktioniert, ob es dann durch Tests besser wäre, die Menschen, die infiziert sind, zu identifizieren, zu isolieren und zu behandeln. Auf der einen Seite wäre das eine Strategie. Das Problem sind die Testmöglichkeiten, das Vorhandensein von Apparaten, also Maschinen sozusagen und Testkits. Was Sie dann bräuchten, wären Tests, die Sie nicht nur durchführen, wenn Menschen symptomatisch reagieren, sondern möglicherweise auch asymptomatisch, ohne Symptome, müssten Sie dann Menschen testen können und dann isolieren. Und da sprechen Sie von einer unglaublich großen Zahl von Tests, die dann gemacht werden müssten, und zwar auf einer täglichen Basis, weil der Zeitraum zwischen Ansteckung und Symptomen liegt zwischen 3 und 14 Tagen, aber wir rechnen immer von 3 bis 5 Tagen im Moment. Das heißt, diese ersten 3 Tage sind sie schon angesteckt und infektiös. Sie stecken also andere an, zeigen aber noch keine Symptome. Wenn Ihre Strategie, die Sie vorschlagen, also durch Testing, dann funktionieren sollte, dann müsste man enorm viele Tests bei allen Menschen durchführen. Und das halten wir von der WHO im Moment auch unter der Bedingung, dass sie diese PCR-Tests machen müssen, wo sie innerhalb eines Tages, wenn das gut gemacht wird, die Ergebnisse haben könnten. Aber wir halten das für schlichtweg nicht machbar, eben in diesen vielen Slum-Gebieten, wo sie sie bräuchten. Deswegen glauben wir, ist die einzige Möglichkeit, weiterhin auf die physische Distanz zu setzen. Wir arbeiten jetzt mit Bürgermeistern eben daran, ob es Möglichkeiten gibt, wo man auch die Bevölkerung mit einbezieht, zu überlegen, zusammen mit ihnen, wäre es möglich, in andere Gebiete zu ziehen, also für diese Zeit. Also könnte man, gibt es Ausweichmöglichkeiten, wo Menschen überleben können und auch dann versorgt werden, wo sie diese physische Distanz einhalten könnten und auch eine Händehygiene möglich wäre. Das sind, glaube ich, im Moment zumindest die Strategien, die wir konkret mit Bürgermeistern, mit Leuten aus der örtlichen Versorgung durchrechnen, durchspielen. Ja, vielen Dank für die Antwort. Zu der zweiten Frage würde ich Sie gerne beide befragen und das noch mal kurz einleiten. Da geht es ja um die Frage von den Mechanismen und welchen Angeboten
welche Angebote den Menschen im globalen Süden zur Verfügung gestellt werden können. Das heißt, wir kommen jetzt in unserem Gespräch von so strukturellen Fragen eben auch auf die Frage der konkreten Hilfe und den Fallstricken zu sprechen. In Deutschland wurde ja gestern ein gigantisches Hilfspaket verabschiedet in einer Kurzsitzung im Bundestag. Und auffällig war in der Debatte, dass sie sich ja sehr stark auf das Nationale bezogen hat. Und auch wenn klar war, dass der erste Schritt jetzt in diesem Rettungspaket sich erstmal auf die nationalen Ökonomien beziehen kann, war doch auffällig, dass der Rest der Welt, sage ich mal, in gar keiner Weise benannt wurde, und eine globale Perspektive im Handeln, auch in Schutzmaßnahmen, sowohl was Prävention anbelangt, als auch was die zu erwartenden ökonomischen Folgen anbelangt, überhaupt gar nicht auftauchte. Das heißt aber, dass im Moment natürlich durch diese noch nie dagewesene pandemische Situation es völlig anders sich darstellt, als wir das aus den Vorjahren kennen, wo es vielleicht Ihre Aufgabe war, Herr Krech, Bewusstsein zu schaffen für bestimmte Notlagen und Handlungsnotwendigkeiten, ähnlich ja wie für uns auch als Hilfsorganisation. Und im Moment ist eben die Gefahr groß, dass die Industrienationen erstmal die großen Mittel für ihre eigenen Ökonomien und auch für die Behandlung und Versorgung der eigenen Bevölkerung einsetzen. Das heißt, die Frage, die zu stellen wäre an Sie beide, ist, wo bleibt darin der globale Süden und welche Perspektiven sehen Sie da? Ja, Das wäre ja, Andreas, vielen Ja, okay. Naja, das ist tatsächlich aus der Krise heraus zu sagen, was sind jetzt konkrete Schritte? Ich denke, die Frage der Entschädigung oder der Sicherung der Lebens überhaupt der Menschen, die man jetzt in die Quarantäne, in die physische Distanz schickt, das erscheint mir oder das, was wir von unseren Partnern können, hören, kann ich nur sagen, richtet sich natürlich auch wieder an die eigene nationale Regierung. In Südafrika gibt es da eine zivilgesellschaftliche Koalition, die das sehr detailliert schon ausbuchstabiert hat, was das fordert. Das ist sehr ähnlich wie das, was jetzt bei uns auch sozusagen als Rettungspaket diskutiert worden ist. Und wo in einer Situation wie Südafrika, ein Middle-Income-Country, wo sozusagen zumindest auch Ressourcen in reichen Teilen der Bevölkerung zur Verfügung stehen, es dann eher darum geht, genau zu sagen, gut, wie kann man diese Ressourcen verfügbar machen, wie kann man da auch sicher gehen, dass zum Beispiel das öffentliche und das private Gesundheitssystem sich so verschränken und auch die Ressourcen des privaten Gesundheitssystems für alle jetzt offen stehen und nicht mehr alleine für die, die sich das leisten können. Also so etwa wie jetzt Irland zum Beispiel vorangeprescht ist und gesagt hat, wir rekurrieren, wir nehmen jetzt sozusagen die Ressourcen der privaten Einrichtungen auch mit ein. Sowas würde man sich dann natürlich wünschen, dass da Regierungen des globalen Südens so etwas aktiv vorantreiben. Das denke ich. Und auch nochmal zu sagen, genau diese Defizite deutlich zu machen, mit einem rein privatwirtschaftlichen Managementgedanken in diesen Ländern entstanden ist. Das denke ich, ist etwas, wo viele Stimmen unserer Partner tatsächlich im Moment dran sind. Die Frage, wo kommen die Gelder dann her, die das machen, die dafür zur Verfügung stehen sollen? Ich denke, es gibt ja, wenn man mal über den Horizont auch jetzt nationaler Haushalte hinausgeht, ich habe noch mal geguckt, die Weltbank hat jetzt eben auch immerhin mit 14 Milliarden Euro nochmal US-Dollar sozusagen als Coronavirus-Notfallfinanzierungsmechanismen in verschiedenen Formen tatsächlich auch nochmal Geld bereitgestellt. Wichtiger wird dann natürlich sein, sind das Kredite, sind das tatsächliche Zuschüsse für eine solche internationale Finanzierungsfazilität dann möglicherweise zu einer neuen Schuldenspirale. Und da denke ich, ist es dann auch wichtig, genau solche, also
die kritische Öffentlichkeit international auch zu mobilisieren, dass sowas eben auch in der längerfristigen Perspektive tatsächlich nicht wieder zu einem, zum Beispiel zu einer großen Schuldenkrise führt. Vielen Dank. Herr Grech, auch nochmal zu der Frage. Genau, gerne. Ja, Frau Reißer, Ihre Frage konkret, ob es einen internationalen Hilfsfonds für Verdienstausfälle gibt. Nein, den gibt es nicht soweit. Was wir aber sehen im Moment ist durch diese wirklich noch nie dagewesene Krise in diesem Ausmaß, dass viele, viele Dinge sich bewegen, die vorher gar niemals möglich waren. Das sehen wir jetzt eben, haben wir in China gesehen, das sehen wir jetzt in Europa. Und stellen Sie sich mal vor, wir reden jetzt über wirkliche viele Hunderte von Milliarden, die gerade locker gemacht werden, um diese Krise zu meistern. Und so könnte ich mir eben auch vorstellen, dass es eben in diesen Ländern selber jetzt aufgelegte Hilfsprogramme gibt. Das können Nahrungsmittelunterstützungen sein, das kann eben sein, dass man eben dann diesen, dass man Cash-Transfers macht, das kennen wir aus dem Bereich der sozialen Sicherung, dass man die sozialen Sicherungssysteme, die wir auch durch bilaterale Hilfe, beispielsweise der GIZ in, also in Deutschland mit Ländern in Afrika, aber auch Südamerika, sehr gut durchgeführt hat und die sehr, sehr effizient sind, dass man sowas jetzt eben sehr schnell eben auch auflegen kann. Also ich glaube, es gibt, es ist jetzt ein Zeitpunkt für viel Fantasie auch. Diese ganzen Pilotprojekte, die es in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit im Bereich soziale Sicherung gegeben hat und gibt, jetzt möglicherweise für diese Notfallsituation zu nutzen. Also Cash Transfers funktionieren und man kann sie jetzt einsetzen. Und man wird hinterher schauen müssen, wie das global makroökonomisch, wie die aufgewendeten finanziellen Mittel, wie sich das hinterher makroökonomisch darstellt. Ja? Aber im Moment, glaube ich, geht es darum, mit innovativen Möglichkeiten, die man schon kennt, Instrumente, die man ausprobiert hat, dann sehr, sehr, sehr schnell und unbürokratisch zu helfen. Ich würde da gerne noch mal kurz nachfragen, Herr Grech, weil Sie sich jetzt sehr stark auch bezogen haben auf die Mobilisierungsfähigkeit der Länder selber. Und in der Tat bringt ja der Virus da doch einiges in Bewegung. Andreas Wulff hatte nochmal auf Irland verwiesen und sozusagen die Zwangsrekommunalisierung von vorher privatisierten Krankenhäusern. Das sind ja doch kleine Hoffnungsschimmer auch in diesen wirklich ja auch sehr schwierigen Zeiten. Aber was mich nochmal interessieren würde, ist, wie innerhalb der WHO die Gespräche geführt werden, gerade mit Blick auf die großen finanzstarken Industrienationen, ob die nicht jetzt doch auch in besonderer Weise gefragt sind, auch ein globales Rettungspaket zu schnüren. Und weil ja doch die WHO sich immer auch sehr kritisch damit auseinandergesetzt hat, wie beispielsweise Handelsstrukturen und anderes ja die Länder auch destabilisiert haben und den Aufbau von den Gesundheitsstrukturen verhindert haben. Also ist das auch etwas, was gerade wieder neu in Bewegung kommt? Ja, durchaus. Und lassen Sie mich kurz nochmal eben sagen, was anders im Moment in dieser Krise ist als während der Ebola-Krise. Also was ich in vielen Ländern, was wir beobachten, ist, dass zumindest informell die Gesprächsbasis sehr viel besser ist. Dass wir von der WHO mit an den Diskussionsprozessen, welche Optionen auch im Bereich von Public Health jetzt getroffen da sind und welche Entscheidungen getroffen sind, dass wir daran teilhaben, dass wir also die Regierenden eben auch wirklich effizient beraten. Das ist besser als vorher. Das Zweite ist, dass die nationalen Public Health Institutionen mehr, wesentlich mehr gehört werden und
echte Expertise abgefragt wird und die auch oft geliefert wird in den meisten Fällen. Das sind gute Nachrichten. So, und jetzt zu der Frage, inwieweit wir auch auf globale Hilfsfonds jetzt einwirken. In der Tat, wir sind natürlich im engen Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Weltbank, aus den anderen regionalen Banken und also internationalen Währungsfonds, aber eben auch der Europäer und der Asiaten, der African Union, um einige nur zu nennen. Und in der Tat geht es um das Auflegen von größeren Hilfsfonds und Hilfsmaßnahmen im Moment. Das ist noch nicht am Ende, sozusagen, ist noch nicht entschieden, aber wir sind in sehr eng in diese Prozesse eingebunden, weil die Menschen in beispielsweise Kolleginnen und Kollegen in der Weltbank natürlich auch wissen wollen, wie wir den Zeitrahmen jetzt einschätzen. Und Sie sehen die unterschiedlichen Prognosen und Rechnungen, die aufgemacht werden, die wir alle noch nicht wirklich sehen können, weil wir noch nicht wissen, wie sich das Virus jetzt wirklich letztendlich verhält und wohin das nächste Epizentrum geht und wie lange es dort grassieren wird. Das wissen wir halt noch nicht. Und deswegen ist das ein Kampf, den wir von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat führen. Vielen Dank. Also ich würde gerne jetzt noch einen ganz kleinen Augenblick bei dieser Finanzierung der Hilfe und dem Verhältnis der WHO, der Weltbank und anderen Akteuren bleiben. Andreas, du hattest dich dazu gemeldet, um dann in dem nächsten Schritt nochmal anlässlich der dritten Frage auf die besondere Situation eben von Geflüchteten, von ausgegrenzten Gruppen in Corona zu sprechen kommen. Also das wäre jetzt so mein Vorschlag, da so vorzugehen, dass wir jetzt erstmal noch einen kleinen Moment bei dieser Frage bleiben. Bitte. Ja, ich denke auch, also meine Aufgabe ist jetzt ja auch ein bisschen, das nochmal kritisch auch nochmal aufzuzeigen. Ich denke, was jetzt deutlich wird, ist tatsächlich natürlich, weil die Größenordnungen sind ja tatsächlich ganz andere, die WHO selber auch verfügen kann. Ich habe das gerade auf der Website nochmal nachgeguckt. Also aus dem eigenen WHO Emergency Response Fonds, den die WHO selber hat, sind insgesamt aktuell 9 Millionen Euro für Coronavirus Response abgeflossen. Das ist natürlich eine winzige Summe verglichen mit diesen großen Milliardentöpfen, die wir da gerade hören. Und ich denke, das muss schon auch nochmal deutlich werden. Also da ist sicherlich auch die Bereitschaft dieser Mitgliedsländer immer wieder einzufordern. WHO zu sagen, da muss auch tatsächlich mehr Butter bei die Fische, wenn man denn will, dass die WHO tatsächlich da auch stärker eine relevante Rolle spielt und eben auch ihr Mandat der Stärkung der Länder, die dann besonders betroffen sind, auch vorangehen kann. Das finde ich nochmal als Mitnahmebotschaft auch wichtig. Und zum Zweiten ein bisschen nochmal, was ich denke auch, wir auch schon bei Ebola gesagt haben, natürlich muss man auch schon jetzt über die aktuelle Krise hinausdenken. Wenn wir sagen, wie wollen wir denn Gesundheitssysteme tatsächlich stärken und das nicht immer nur verbal äußern und sagen, wir müssen funktionieren, dann darf man vielleicht auch in so einer Situation sagen, es gibt ja Erfahrungen mit dem Global Fund, zum Beispiel zu Fight AIDS, Tuberkulosis und Malaria. Es gibt Erfahrungen darüber auch, zu diskutieren, ob man den ausweitet zu einem Global Fund for Health. Wenn man sagt, was sich bislang immer so ein bisschen blockiert, ist, dass die Erfahrung der einzelnen Programme, der thematischen oder auch einzelnen Krankheitsprogramme funktionieren, aber das integrative Element, das in einem Gesundheitssystem zusammenzubinden, immer zu kurz kommt. Dann wäre das genau ja eine Möglichkeit zu sagen, da muss jetzt aber substanziell doch nochmal eine neue Dimension auch erreicht werden. Ja? Und das nicht immer nur von Jahr zu Jahr, von Finanzierungszyklus zu Finanzierungszyklus geht, jetzt wieder ein bisschen mehr und noch ein paar Millionen mehr zu haben, sondern nochmal zu sagen, nein, da braucht es jetzt auch nochmal ein anderes Commitment. Und es zeigt sich eben, es ist das Geld da. Also das Geld ist natürlich
immer eine relevante Größe, aber da müssen auch nochmal, da würde ich mir auch sehr wünschen, nochmal an die WHO gesprochen, dass solche Ideen auch tatsächlich von der WHO in solchen Situationen schon den Blick sozusagen mit hinausnehmen über den aktuellen Stand hinaus. Ja, vielen Dank. Ja. Also nochmal ein Plädoyer für strukturelle Prävention, wie man es vielleicht nennen kann. Wollen Sie noch mal was dazu sagen, Herr Krech? Ja, oder? Gut. Sehr gerne und vielen Dank für die Unterstützung für die WHO. Sie haben natürlich vollkommen recht. Die WHO hat ein Budget, was äquivalent ist mit dem Universitätskrankenhaus von Genf. Und wir haben so viele normative Aufgaben und sind in 150 Ländern aktiv, dass wenn wir das effektiv und effizient machen müssen, und wir sehen jetzt eben ja auch, was es bedeutet, wenn das eben nicht passiert, dann hat das enorme wirtschaftliche Auswirkungen. Wir haben übrigens, wenn ich das zwei Dinge noch anmerken darf, einmal haben wir in allen Berichten immer wieder und das auch in die G7 und G20-Diskussionen mit Regierungschefs mit eingebracht, vor der Gefahr einer solchen Krise eindeutig gewarnt. Wir haben gesagt, es ist nicht die Frage, ob wir eine solche Epidemie bekommen, nur noch, sondern nur, wann wir sie bekommen. Das haben alle Experten, die einbezogen waren in diese Reviews, einstimmig so gesagt und das wurde auch so kommuniziert. Also es ist auf der einen Seite so, dass wir keinen Mangel an Evidenz hatten, dass eine solche Krise den Erdball irgendwann umspannen wird. Auf der anderen Seite sind wir eben mit diesen Problemen konfrontiert, dass es für die WHO nur sehr wenig Geld gibt, dafür, dass wir unsere normative Arbeit machen können. Und in der Tat muss das im Nachgang, muss die Rolle und die Ausstattung der WHO nochmal ganz kritisch angeschaut werden. Wir haben allerdings, und das war ja die Frage, natürlich darüber nachgedacht, wie wir uns das besser vorstellen können, auch schon vor dieser Krise, also in den letzten 5 Jahren. Es gibt einen Entwurf für eine WHO-Stiftung, wo eben nicht mitgliedsgebundene Beiträge von Partnern eingezahlt werden können, sodass wir eben unsere Arbeit besser machen können und die dann eben nicht projektfinanziert, sondern eben insgesamt organisationsfinanzieren wirken würde. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, es gibt Mittel, das auch zu tun und insofern hoffe ich einfach daraus, dass die Welt durch diese Krise auch lernt. Ja, vielen Dank. Dann würden wir jetzt mal übergehen zu der dritten Frage. Die Frage ging um die Situation in Osteuropa. Und da nochmal speziell der Frage auch von Roma-Gemeinden, die ja besonders stark auch gesellschaftlich ausgegrenzt werden. Ich weiß nicht, ob Sie was zu Osteuropa sagen können. Das ist jetzt kein Bereich, in dem Medico arbeitet, deswegen haben wir da keine Expertise. Mich würde das aber vor allen Dingen tatsächlich auch nochmal interessieren, geweitet unter dem Stichwort Corona, Prävention, Schutz und Versorgung unter dem Stichwort ausgegrenzte gesellschaftliche Gruppen, aber auch Menschen auf der Flucht mit Blick auf die Lager Moria, Syrien und anderswo, wie Sie die Lage dort einschätzen. Ja, genau. Also es geht hier um eben Bevölkerungsgruppen, die besonderen Schutz brauchen von uns in einer solchen Krise. Wir beobachten zumindest die Gefahr, dass hier jetzt rassistische Ausgrenzung stattfindet, die über eine epidemiologisch evidenzbasierte Ausgrenzung hinausgehen. Passiert eine solche Ausgrenzung zum Schutz der Sinti und Roma oder passiert sie aus anderen Gründen? Und das wissen wir noch nicht genau. Sind aber gerade über die Nachrichten, die wir aus Osteuropa bekommen haben, sehr besorgt und sind im Gespräch mit der Regierung da auch. Wir haben des Weiteren
sehen wir mögliche Probleme in Kriegsgebieten und bei eben Flüchtenden, die eben keinen Schutz bekommen und die eben schutzlos der ganzen Situation ausgeliefert sind. Auch da muss viel passieren. Der UNO-Generalsekretär hat gestern zu diesem Thema auch was natürlich gesagt, weil dann die Krisen sozusagen miteinander dann doch letztendlich zusammenhängen. Andreas, willst du vielleicht da noch mal drauf eingehen, weil wir ja doch viele auch wirklich erschütternde Berichte in den letzten Tagen bekommen haben von der noch mal sich weiter zuspitzenden Gesundheitssituation in den Flüchtlingslagern in Moria und anderswo. Und wer wäre denn jetzt eigentlich der Adressat, der politisch handeln müsste? Es wäre sicher ja nicht die Aufgabe der WHO, die Menschen jetzt zu evakuieren. Da müssen wir doch jetzt ganz sicher auch den Blick nochmal auf die Nationalstaaten oder die vielbeschworene Staatengemeinschaft richten und uns fragen, was da eigentlich zu tun ist und wie wir das bewerten, dass die Menschen da ja völlig in dieser dramatischen Situation alleingelassen werden. Ja, das mache ich gerne. Mache das zuerst und dann hinterher würde ich schon noch ein bisschen den Blick auch weiten wollen, nochmal in dieses Thema hinein, staatliche Verantwortung, aber auch staatliche, also auch die Nutzbarkeit von solchen Gesundheitsmaßnahmen für staatlich repressive Maßnahmen, also die wir jetzt auch von Partnern in verschiedenen Ländern schon sehen. Die Situation in Moria ist jetzt Gott sei Dank in europäischen Medien und auch in deutschen Medien natürlich immer mal wieder so aufgeploppt, dass man sagen kann, das ist ein derartiges, also eine derartige unzumutbare Situation, dass tatsächlich die Bereitschaft, also der und die Gefahr eben gerade besteht, dass eben das, was jetzt auch kurz vor der Coronavirus-Krise ja schon an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland passiert ist, wo die Europäische Union sich ja noch mal ganz deutlich verabschiedet hat von ihrem eigentlichen auch vertraglich verpflichteten Asylrechtskonzept, gesagt hat, der Druck auf die Akteure, auf die europäischen Mitgliedsländer, nicht nur auf Griechenland, muss natürlich aufrechterhalten werden und da muss es Evakuierungskonzepte geben. Da muss es Evakuierung von den griechischen Inseln auf das Festland zumindest erstmal geben, um überhaupt Möglichkeiten zu schaffen, auch Menschen in Situationen zu bringen, in denen sie eben nicht nur sich mit dem Konzept des physikalischen Distanzierens gegen die Corona-Epidemie schützen können, sondern insgesamt überhaupt ihre Lebensbedingungen einigermaßen menschenwürdig gestaltet werden können. Und dann die große Frage der europäischen Aufnahme, der Umverteilung natürlich damit noch gar nicht gelöst ist. Aber in diesem Sinne müssen da natürlich, also denke ich, ist genau, da würde ich auf den zweiten Punkt kommen, das Dilemma, dass in einer solchen Krise alle anderen politisch relevanten Themen und dicken Bretter, die eigentlich gebohrt werden müssen, quasi erstmal zum Erliegen kommen. Und das sehen wir an vielen Orten. Unsere Partner im Niger berichten, dass mit der Argumentation der Einschränkung der Versammlungsfreiheit eben auch gerade kritische Öffentlichkeit, kritische aktivistische Elemente der Gesellschaft massiv eingeschränkt werden. Und das befürchtet man natürlich dann auch in so Ländern wie Südosteuropa, wo es ganz klar auch um die Situation von Minderheiten geht, die sowieso schon marginalisiert und ausgegrenzt sind. Und vielleicht nur ein letztes noch, um zu sagen, das ist nicht immer nur draußen und woanders, sondern das betrifft natürlich genauso auch Geflüchtete und Menschen, die hier in Aufnahmelagern, die hier in Notunterkünften sind, in denen weiterhin auch diese Bedingungen dieses guten, einer wirklichen Coronavirus-Prävention gar nicht zu sichern.
Gut, vielen Dank. Ich würde gerne Moritz noch mal fragen, ob jetzt zu diesen Punkten, die wir jetzt diskutiert haben, noch mal weitere Fragen oder Anmerkungen gekommen sind. Auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich da gerne noch mal ein paar Stimmen mit reinholen wollen. Ja, ich habe hier nochmal eine ganze Reihe von Fragen bekommen. Ich würde die euch jetzt einfach nochmal reingeben und dann könnt ihr schauen, wie ihr das vielleicht beantworten könnt nochmal. Die erste Frage ist die Frage danach, wie zuverlässig die Zahlen der Infizierten aus den Low-Income-Countries sind, weil beispielsweise in Kamerun man sich nur in der Hauptstadt testen lassen kann und wegen des Bürgerkriegs im englischsprachigen Landesteil zumindest die Präventionsmaßnahmen kaum umgesetzt werden, welche Rolle WHO und auch Medico da spielt vielleicht. Dann die Frage, ob es in Ländern des globalen Südens eine bestehende Gesundheitsinfrastruktur oder Notfallgesundheitsinfrastruktur infolge von Ebola gibt, die eventuell jetzt auch eingesetzt werden kann. Eine weitere Frage ist die, ob in dieser neuartigen Situation es zu mehr internationaler Solidarität kommt, wie zum Beispiel in der Form der Lieferung medizinischer Güter von China an Spanien oder Italien. Und gibt es Beispiele, wo sowas auch über solche einmaligen Lieferungen hinausgeht? Und dann eine weitere Frage, ich nochmal genauer angucken muss, weil sie recht lang ist. Ist jetzt nicht der Moment, angesichts dieser Pandemie eine allgemeine Stärkung der Gesundheitssysteme zu fordern, anstelle nur selektiver Gesundheitsinterventionen, die sich gegen Covid-19 richten, aber die nicht unbedingt gegen Masern, Malaria, Tuberkulose und andere Krankheiten helfen? Zugespitzt ist Ein Satz hier zugespitzt ist vor dem Hintergrund der Misere im globalen Süden die aktuelle Covid-19-Pandemie nicht bloß ein Problem unter vielen und wäre es jetzt nicht in dieser Situation Aufgabe der WHO, auch eben weitergehende Forderungen, die über die konkrete Eindämmung dieser Pandemie hinausgehen, zu äußern? Soweit vielleicht. Ja, vielen Dank. Also mein Vorschlag wäre, Herr Krech, dass wir mit den beiden ersten Fragen und Ihnen beginnen, Zuverlässigkeit der Zahlen im globalen Süden und die Frage, ob es eine verbesserte Notfallinfrastruktur durch Ebola gibt in Westafrika oder auch dem Kongo, wo ja der letzte Ebola-Ausbruch stattgefunden hat. Und die anderen beiden Punkte finde ich sehr gut, um damit langsam zum Ende zu kommen, weil das die großen Fragen nach internationaler Solidarität und Hilfe und strukturellen Maßnahmen mit Blick auf Gesundheitssystemstärkung aufruft. Fangen wir mal mit Ja. den beiden ersten an. Ja, vielen Dank. Also zunächst mal zuverlässige Zahlen aus Entwicklungsländern. Wir sind uns relativ sicher, dass die Zahlen viel höher liegen, also als die berichteten Zahlen, eben aufgrund dessen, was eben die Fragestellerin auch schon gesagt hatte, dass es eben nur bedingt überhaupt Testmöglichkeiten im Moment gibt. Deswegen glauben wir, dass die eigentliche Fallzahl schon heute viel größer ist. Und das andere ist eben, weil die Symptomatik häufig so ist, dass es bei jungen Leuten nur geringe oder keine Symptome hat. Gerade wenn eben das auf eine junge Bevölkerung stößt, wie in vielen afrikanischen Ländern der Fall, glauben wir, dass eben die Zahlen, die echten Zahlen schon heute viel höher liegen als bisher angenommen. Zu der Frage der bestehenden Notfallinfrastruktur nach Ebola, ja, in der Tat. Also nach Ebola hat es in nicht nur den betroffenen Ländern, sondern auch den Anrainerstaaten und auch anderen eine relativ gute Arbeit zum Aufbau von Notfallinfrastruktur gegeben. Es hat sich das African Center for Disease Control ge gebildet. Es hat
Preparedness-Übungen gegeben, wie man mit einem weiteren Ausbruch von Ebola zurechtkommen könnte und so. Das Problem ist, es hat nicht zu wirklich nachhaltigen Aufbau von Gesundheitssystemen bisher geführt. Auch unsere Forderung von Universal Health Coverage, dass also Menschen Gesundheitsdienste bekommen, ohne damit in Armut zu verfallen, wird zwar gehört, aber der Aufbau dauert offensichtlich sehr, sehr lang. Und damit höre ich dann auch schon auf, weil die Frage der Nachhaltigkeit nach solchen Krisen immer wieder die wichtige ist. Es wurden viele gute Ansätze begonnen, aber die Nachhaltigkeit ist eine zweite Frage. Genau, aber das wäre ja auch eine gute Überleitung jetzt genau zu so einem zu einer letzten Runde, weil da sind wir eigentlich ja doch wieder bei dem Titel unserer Veranstaltung und der Frage nach der Weltverantwortung. Da würde ich dann kurz noch bei Ihnen bleiben und Sie fragen, was sind denn aus Ihrer Sicht die Ursachen dafür, dass das keine Nachhaltigkeit erfahren hat, sondern dass man sehen konnte, dass eigentlich mit der Eindämmung der Epidemie oder vergangener Epidemien die Debatte um die Gesundheitsinfrastruktur dann auch zum Erliegen gekommen ist. Woran ja. ist es denn gescheitert? Ja, und wie gesagt, wir haben da wirklich die Alarmglocken lassen. Geläutet. Das Problem ist immer bei solchen Krisen eine bestimmte Fatigue, eine bestimmte Müdigkeit. Ja, es war also so viel Aufmerksamkeit bei der und nach der Ebola-Krise, dass dann viele Entscheidungsträger gesagt haben, let's move on, lasst uns nach vorne gehen. Die Krise haben wir jetzt gemeistert und damit kümmern wir uns jetzt um neue Herausforderungen, die die Welt und wir als Land haben. Und unsere warnenden Worte sozusagen, die nächste Krise kommt bestimmt und nutzt diese Zeit, die ist nur eben zum Teil gehört worden. Und auch die Wirtschaftsanalysen, die wir gemacht haben, die wir auch mit Regierenden besprochen haben, hat dann nicht bisher dazu geführt, dass man das wirklich ernsthaft nachvollzogen hat oder abgefolgt hat. Und was ich mir erhoffe, ist, dass diese Krise jetzt der nächste Aufwachmoment ist, weil eine weitere Krise wird möglicherweise, und das sagen alle unsere Szenarien, wir haben noch Glück im Unglück. Ja, diese Krise könnte viel letaler sein, ja, weil das Virus einfach eine relativ geringe Letalität hat. Ja, aber das heißt nicht, dass eine weitere Krise, wenn wir jetzt nicht aufwachen als Welt und Lebensbedingungen für alle so schaffen, dass sie die Grundbedürfnisse absichert. Ja? Wenn wir nicht Hygienemaßnahmen schaffen, dass wir Abstand haben von den Habitats, von Wildtieren und den immer umgreifenderen städtischen Entwicklungen. Wenn wir die Globalisierung nicht wirklich verstehen, als auch dass also ein Problem eines Landes gleichzeitig das Problem von allen Ländern ist. Dass also ein schwaches Gesundheitsland in einem Land das schwache Gesundheitssystem in allen Ländern ist. Wenn wir das nicht verstehen und begreifen als globalisierte Welt, dann wird eine nächste Krise wiederkommen und die mag nicht so glimpflich aussehen. Auch wenn man das im Anbetracht der Notfallsituation, vor der wir noch nie standen, natürlich eigentlich nicht sagen darf, aber es könnte noch viel schlimmer sein. Und das wird es möglicherweise werden, wenn wir auch diesmal nicht aufhören. Ja, vielen Dank für diese wichtigen Einschätzungen. Ich würde die gleiche Frage an dich, Andreas, nochmal stellen wollen. Also das Stichwort ist Solidarität in Zeiten der Pandemie. Und das Beispiel, was aus der Fragerunde kam, war Hilfslieferung von China an Spanien. Wie erlebst du das gerade? Bist du optimistisch, dass jetzt doch noch im Laufe dieser Pandemie
eine Art von globaler Solidarität entsteht, sowohl auf zivilgesellschaftlicher Ebene als auch auf Seiten der politisch Verantwortlichen. Was ist deine Perspektive darauf? Ja, es gibt ja tatsächlich, sind wir ja Teil eines solidarischen globalen Zusammenhangs, in dem immer auch Leute sich auf den Weg gemacht haben, Organisationen entstanden sind, genau in solchen Krisensituationen auch zu agieren und das denn eben zu verbinden mit Forderungen nach einer strukturellen Verbesserung. Ich denke, wichtig ist immer im Blick zu behalten, dass es auch nicht nur darum geht, mehr zu geben im Sinne dieses klassischen auch Spenden- und Hilfemotiv, sondern erstmal auch im Blick zu behalten, dass man nicht so viel nehmen darf von dort, wo es schwache Strukturen gibt. Dazu ist im Gesundheitsbereich, geht es natürlich auch um die Gesundheitsfachkräfte. Die Frage von, wer arbeitet wo, welche Arbeitsbedingungen gibt es überhaupt für Gesundheitsfachkräfte und wie weit ziehen da eben auch die wirklich starken Zentren in der Welt entsprechend auch Fachleute ab. Das haben wir damals in der Ebola-Krise sehr stark auch gesehen und auch zum Thema gemacht. Ich denke, da das ist muss Teil eines Solidaritätsgedankens genauso sein. Also das ist die Frage dieses Überwinden eines allein im nationalen oder auch regionalen, wie jetzt zum Beispiel auf der europäischen Ebene ja wieder diskutiert wird, was müssen wir alles für Ressourcen zurückverlagern in unsere Region, weil die globalisierte Wirtschaftsströme so anfällig geworden sind. Ich denke, da gilt es weiterhin eben in den Blick zu nehmen, dass tatsächlich nochmal, und das ist die Hoffnung, die wir da auch haben bei Medico, dass nochmal grundsätzlichere Fragen von welche Form von Wirtschaftssystem ermöglicht es eigentlich für alle Menschen auf der Welt ein gutes Leben zu leben, dass das nochmal grundsätzlicher gefragt werden kann und da auch entsprechend solidarischere Lösungen gefunden werden, als dass dieser hohe Konkurrenzkapitalismus ermöglicht, der jetzt in den letzten 30, 40 Jahren sagen, das unangefochtene Modell war, dem angeblich die Globalisierung dann für alle ein besseres Leben ermöglicht hat. Und wir jetzt sehen, dass das eben gar nicht der Fall ist. Also was, vielen Dank. Was ja deutlich geworden ist, ich würde jetzt zum Ende kommen, auch unserer Debatte heute ist, dass gerade sehr durch Corona sehr viel auch in Bewegung